Wir sitzen hier im Zigli auf der kleinen Scheidecke und freuen uns am schönen Wetter, das rund um uns herrscht. Es ist gute Laune hier im Zug, ein Haufen Asiaten, die hier Fotos machen und die es fast nicht glauben können, dass sie jetzt hier in diesen ewig Schnee auf das Jungfrau Jochhäuse kommen. Ich selber, ich bin nicht immer hier gewesen. Ich bin am Hasliberg aufgewachsen, bin dort ein Jahrzehnt oder noch ein bisschen mehr Verkehrsdirektor gewesen und bin erst später hier auf Grindelwald gekommen. Aber die letzten 30 Jahre habe ich jetzt hier gewohnt und habe viel erlebt im Tourismus. Wir stehen hier auf der kleinen Scheidecke, das ist ein ganz geschichtsträchtiger Ort. Hier hat eigentlich vor über 100 Jahren ist der Guyerzeller da gestanden und hat ein paar hundert Italiener den einen den Spitzeisen und den anderen Schlägel in die Hand gerichtet und hat gesagt, wir gehen hier rauf auf die Jungfrauhoch. Es wäre sogar dann bis auf die Jungfrauwelle und bauen da eine Bahn. Das ist natürlich etwas, was wir in Seite eigentlich gar nicht mehr vorstellen können, ein Pioniergeist. Wir würden sagen, dass man von Hand einen Sprenglöcher schlägt bis auf die Jungfrau rauf. Das ist ja nicht möglich. Der Tourist der erwartet, oder der Gast der erwartet natürlich ein bisschen etwas vom Ort. Und das ist jetzt das Beste, was man machen kann, ist einem Gast zu sagen, er soll zu einem an Stammtisch hocken. Weil das ist ein Erlebnis, das er sonst gar nicht haben kann, wenn er vielleicht eins mit einem Postchauffeur oder mit einem Bahnangestellten am Tisch ein bisschen über Gott und die Welt kann diskutieren kann. Und das gibt dann auch Freundschaften, die man ihm nicht mehr vorbringt. Weil wenn er das das nächste Mal sieht, dann gibt das ein grosses Hallo und dann gibt das für ihn schon eine Beziehung zu seinem Ferienort.